Da gab es nämlich was ganz Wildes. Heute ist wieder Trimax mittlerweile spielsüchtig geworden, Leute. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Trimax, ein Suchtproblem tatsächlich. Schlimm ist es, schlimm ist es. Max geht's nicht gut. Max hat ein unglaubliches Suchtproblem. Und wir sind natürlich gespannt, was uns da erwartet, Bro. Soweit. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder gemeinsam nach, was ihr da draußen so veranstaltet habt. Ach, Digga, ich glaube, den Clip kenne ich. Ich weiß es nicht, Alter. Junge, was sagst du, Tim? Den habe ich heute schon gesehen, Bro. Ich habe jeden gesehen in dieser Map, außer wen. Warte. Ihr müsst euch vorstellen, wir diskutieren hier gerade alle. So, dabei sind Papa Platte, Anise Duck, Romatra, Trimax und ich sind schon raus, wir fünf. Repass, Danny, Veni, Chef und Tim Jacken diskutieren gerade, ja? Danny haben wir aber auch nicht gesehen. Haben wir Walkout! Ist nur ein Experiment. Ayo! Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go! Ich, weiblich 19, beichte, dass meine Schwester, weiblich 17, Knossi im Kunstunterricht aus Ton geformt hat und das Ergebnis auch noch richtig gut findet. Bro, mir hat ein Lehrer mal einen Tonklumpen weggenommen, weil ich dafür nicht in der Lage bin. Ich glaube, es wird wild. Katsching. Digga, also ich meine, wenn Jens jetzt anfangen würde, jeden Tag zu koksen, dann würde er bald so aussehen. Aufgequollen, reingehauen. Jo, 1:1, diese Tonfigur und Jens sehen einfach identisch aus. Und Jens, wie findest du's? Danke. Ich, wenn ich 16, beichte, dass mein Sitznachbar im Unterricht Sascha gezeichnet hat und ich ihn direkt erkannt habe. Nicht schon wieder. Turn down for what? Chillige Einsendung, chillige Zeichnung, wahrscheinlich. Bro, what the fuck? Ich bin es ich, oder? Yo! Ey, es ist so dumm. Es ist... Wahrscheinlich hast du ihn direkt erkannt, oder? Es sieht aus wie eine Mischung von einem 80-Jährigen. Diese Haare hier oben, Bro. Fucking gut getroffen, Mann. Und im Schwein. Ich, männlich 25, beichte, dass ich, männlich 34 und Nico noch überbieten kann. Was meint der? €633, Bro. 92 km/h drüber mit dem Blitzer. Oh, Bro. Ja, schauen. Und reingehauen. 92 km/h zu schnell. Junge, was geht bei dir für ein Film? So ein geheimes Foto. Ich beichte, dass ich mir ab und zu Stream-Highlights von Nico mit attraktiven Frauen anschaue und dann eine Decke über die Seite des Fernsehers hänge, auf der man Nico sieht und mir ein Yo, alles klar, Digga. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Bro, what the fuck? Kann ich mehr. Er hängt einfach eine Decke über einen Fernseher, damit man Nico nicht mehr sieht. Alter, ist das dumm. Hallo, ich, männlich 23, beichte, dass ich eine Mutter weib... Killer geschnitten wieder, Sascha. ...männlich 53 klären wollte und folgende Sprachnachricht von der Tochter bekommen habe. Was setzt du dich überhaupt zu meiner Mutter? Schämst du dich eigentlich hast nicht? Hast du eigentlich kein Schamgefühl, Huhn? Diggi, mach mal... Die Töchter haben ja richtig Bock auf dich. Alter, so nach dem Support von den Töchtern kann das Ding nur laufen. Ich, männlich 17, beichte, dass mein Cousin, XL männlich Curse, 23, Bro. Eine kleine Schwester hat, die anders hot ist. Ich, männlich 17, beichte, dass mein Cousin, männlich 23, eine kleine Schwester hat, die anders hot... Bro. Also... Ich meine... Ist es nicht immer noch seine Cousine? Junge, du Idiot! Das ist deine Cousine! Du stellst es so dar, als ob er eine kleine Schwester hat! Das ist Familie für dich! Das ist deine Cousine! Ich feier ihn. Ich beichte, dass ich mit meiner Familie auf Wohnungssuche bin und wissen möchte, ob deine Nasenlöcher noch frei sind. Digga, kann man hier wohnen? Sieht es so aus, als ob man da drin wohnen kann?
Bro, also da ist eine Menge. Ich werde euch heute mein Haus zeigen, beziehungsweise wir sind schon in meinem Haus drin. Ja, wir stehen jetzt gerade hier in unserem Eingangsbereich. Luca, diese E-Mail-Adresse wird gebannt. Ich, männlich 14, beichte, dass du das Deckblatt meiner digitalen Religionsmappe bist. WTF? Finde eine bequeme und aufrichtige What the fuck? Position im Sitzen. Religion-Mappe von Marvin S. S? Mach euch mal die Basics. Vergiss nicht, wo du herkommst. Ey, ohne Scheiß, Alter. Und ich pack dir mal am Kragen. Du musst mal hustlen, du kleiner Dreck. Da steht's drin in der Unternehmer-Business-Bibel. Ich sag face to face, Mann. Ich überleg's dir ganz genau. Windelbein, ich schwör dir. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Digga, da findet echt einer seine Cousine hot. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr auch noch was zum Beichten habt, dann sendet bitte eure Beichte an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht mir immer raus. Falls ihr meinen Kanal und Sympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, den Zuschauern, sie dürfen noch nicht den Clip. Hauch. Den Clip habe ich heute auf Twitter gepostet. Ansatz einer Hoffnung empfinden, wenn sie auch nur irgendein Paket auf... Walkout! Ich habe ein Walkout! Heute ist wieder... Digga, also Max, das ist, also Trimax ist wirklich raus.